Mann! Im Namen des Mondes informieren wir euch! Hey Moonies, hier ist Sailor Moon German und Sarah Moon. Heute zeigen wir euch in unserem Merchandise-Review-Video eine ganz besondere Figur, eine SH-Figuarts, und wir haben uns für die Sailor Chibi Moon entschieden, die wir dankenderweise von Tamashii Nations zugeschickt bekommen haben. Ja, und das Besondere an dieser Figur ist, sie ist wirklich chibi. Die Größe, ja. Damit wir es mal etwas besser vergleichen können, holst du mal ihre große Schwester, oder besser gesagt die Mutter. Sailor Moon, das ist die SH-Figuarts-Box zu Sailor Moon. Und wenn man so drauf liegt, sieht man ja schon... Vor allem an der Seite. An der Seite erstmal. Und dann halt auch hier. Also, das ist ja, wirklich toll an Figuarts, die behalten wirklich die Originalgröße. Also die Größenunterschiede wird auch bei den Figuren übernommen. Genau, wenn wir mal da reinschauen, sieht man schon Sailor Chibi Moon. Hinterbei kann man dann sehen, was für extra Gesichter dabei sind. Natürlich sind dann auch ein paar Hände dabei, damit sie die verschiedenen Posen machen kann, Zepter etc. Und was alles noch dabei ist, zeigen wir euch jetzt. Also ich würde auch sagen, die Chibi Moon Fans oder Chibi User Fans kommen hier richtig auf ihre Kosten und können sich da richtig austoben. Und alles in Pink. Ach. Richtig rosa. Es war auch ein richtig rosa Monat, dass es erschienen ist. So. Oh, Moment. Ja, ich hole jetzt mal einfach alles raus. Badam, 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 badam. Hier ist alles dabei. Also, das ist schon Wahnsinn. Also, viele Extras, wie wir alle von den SH-Figuarts gewohnt sind. Denn das ist ja das Besondere an diesen beweglichen Figuren. Man kann wirklich wahnsinnig viel mit ihnen spielen. Genau. Es ist nicht nur zum Sammeln gedacht, es ist auch so richtig Actionfigur. Man kann viele Action, also Aktionen auch mit ihnen machen. Genau. Man muss dann echt aufpassen, dass die ganzen Einzelteile dann nicht rausfliegen. Das hatte ich immer das Problem. Weil vor allem bei den Händen, die kann man leicht verlieren. Bitte aufpassen. Ja, also normalerweise ist es so, seit Saturn kennen wir so, dass normalerweise eine Halterung dabei ist, wo die Hände halten. Okay. Aber leider bei den Chibi Moon haben sie das jetzt wieder weggelassen. Wahrscheinlich wegen der Verpackung sparen. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr strange einteils, aber auch wiederum klar, warum. Es ist eine kleine Figur, also auch eine kleine Verpackung und auch ein kleiner Preis, muss man dazu sagen. Also diese Figur bekommt man in Japan für 25 Euro. Hier in Deutschland, dank Import und so weiter, muss man auch so um die 35 Euro bis 45 Euro rechnen. Finde ich auch schade, weil es ist ja eine kleine Figur. In Japan gibt es einen kleinen Preis, aber... Egal, also Chibi Moon Fans, auf jeden Fall ein Muss. Wir zeigen euch auch gleich warum. Also wie Sam German schon gesagt hat, auf jeden Fall aufpassen, denn hier liegen fast alles einzeln. Also hier ist noch zu. Also, seht ihr? Mir ist schon ein Malheur passiert. Also die empfindlichsten Teile sind tatsächlich die Hände. Weil sie winzig klein sind für die winzige Figur. Ich betone noch einmal, es soll hier ja die Originalgröße von Chibiusa, Chibi Moon, gegenüber den anderen Figuren darstellen. Daher muss sie natürlich auch kleiner sein. Genau. So, packen wir sie mal aus. Und das erstaunt mich mal wieder, dass man auch sie mit Polsterungen ausstattet. Man sparte echt nicht und das ist sie. Und wie gesagt, bei den Figuren sind voll beweglich. Man kann jede Szene aus der Serie eigentlich nachspielen oder sich eigene Geschichten ausdenken. Also voll beweglich heißt eigentlich auch, ich hole uns mal näher ran, voll beweglich heißt eigentlich auch, die Hände sind beweglich, das ist beweglich, sogar die hier und nicht nur das, sogar die Füße sind beweglich. Und somit kann man wirklich einiges nachbauen, also einige Szenen nachspielen und so weiter. Und das kann man machen mit den mit den Halterungen. Ja, bei mir fliegt jetzt alles runter. Ich hab's.
Wie ihr seht, ist alles live. Und was ich toll finde, die Bemalung, das ist alles wirklich sehr, sehr schön. Da muss ich nochmal wegen Original und Bootleg. Hier sieht man, dass es wirklich ein Original ist, denn die Gelenke sind, sieht man nicht so gut, weiß. Das ist alles weiß. Wenn da irgendwie Hautfarben dabei ist, dann ist es eine Fälschung. Und natürlich, alles ist ein bisschen schwerfälliger. Man muss schon ein bisschen Kraft einsetzen, um sie zu bewegen. Bei der Fälschung fliegt alles auseinander. Nur, damit ihr es wisst. Und auch hier die Bemalung, dieses leicht glänzend. Also, hier ist allerdings, Moment, da ist beim Rock hier etwas, damit es halt nach Faltenrock aussieht. Also, muss man sagen, es ist wirklich eine winzige Figur. Ich hole mal kurz ihre Schwester her und dann kannst du sie weiter umbauen. Genau, was man dazu sagen kann ist, wir haben hier einmal Chibi-Moon mit einem normalen Gesicht. Das heißt normal, also sie guckt ganz nett. Man kann sie aber auch in Action setzen. Und zwar sehen wir hier andere Gesichtszüge von ihr. Vor allem ist es dann sehr praktisch, wenn sie in Action tretet. In Action kann sie natürlich mit ihren, hier habe ich mal ihren Herzstab treten, mit dem sie ihre Zuckerherzen wegballert. Und da muss man wieder um andere Hände einsetzen, denn der Stab lässt sich jetzt hier nicht einfach so in die Hand drücken, der fällt dann runter. Es gibt dann auch Hände, wo es dann ein Loch extra dafür gibt, wo man dann den Stab reinsetzen kann, damit man sie dann auch passenderweise drapieren kann. Ja, und jetzt hier noch einmal der Größenvergleich von Moon und Chibi-Moon. Genau. Also es ist wirklich wie in der Serie, so wie auch Chibi-Moon eigentlich auch Sailor Moon bis zur Hüfte geht. Also die Originalität, Originalgröße wurde hier schon beibehalten. Und das finde ich wirklich genial. Das macht einem noch mehr Laune, noch authentischer Spielart. Also genau. Was mich da sehr erstaunt hat, ist bei den Figuren, man kann nicht nur... nicht wundern, man kann die Arme dann bzw. die Hände dann entnehmen. Bei Chibi-Moon kann man auch die Frisur etwas variieren. Wieso, weshalb? Fans müssen es wissen. Man kann hier vorne ihren Pony entfernen. Sieht jetzt etwas creepy aus. Und zwar, es gibt einen Ersatzpony. Und zwar mit den kleinen Flügelchen. Die bekommt sie ja in der Folge, wo Sailor Moon den Heiligen Gral bekommt und ihr Upgrade zu Super Sailor Moon bekommt, kriegt sie ja auch ein kleines Upgrade. Und das kann man dann hier so dann raussetzen. Denn wenn man schon Szenen nachstellt, muss man sich entscheiden, ist man Chibi Moon 1.0 oder schon 2.0, bevor man Super Sailor Chibi Moon wird. Denn man muss dazu auch weiter erwähnen, zu dieser Reihe ist auch schon die Super Moon erschienen aus der S-Staffel. Und somit kann man das wiederum miteinander variieren. Genau. Denn Super Chibi Moon gibt es ja noch nicht. Und so kann die Geschichte, man kann wirklich die Geschichte weiterspielen. Denn genau. Sailor Moon hat ja schon ein Upgrade bekommen, inzwischen. Mhm, genau. Vielleicht erscheint ja auch eine Sage Super Sailor Chibi Moon. Also abwegig ist das nicht. Nee. Das wäre dann die nächste Upgrade. Genau. Also. Ich habe mich ja schon selber erwischt, als ich mir damals vor 2 Jahren die Sailor Moon gekauft habe. Ich saß da wirklich Stunden, habe sie hin und her drapiert und wirklich, man kann stundenlang damit spielen. Es ist natürlich schön für die Vitrine, man kann sich tolle Posen einfallen lassen und ich weiß noch, als wir dann in Leipzig waren, bei der Leipziger Buchmesse und dann die Vitrinen dann mit den SH Figures ausgestellt haben, da konnten wir uns auch nicht einigen, so, ja, wie machen wir das jetzt hier und da und es bietet so viel Input und das ist das Tolle an den Figuren. Es sind keine statischen Figuren, die einfach nur dastehen. Man kann interagieren und man sieht auch sehr schön, wie gesagt, die Bemalung, die Details und wenn man es wirklich für die Vitrine dann schön machen will, und jede Figurine hat natürlich ihre eigene Base. Obwohl sie alle ihre Form haben, aber überall steht dann halt eben noch der jeweilige Charakter drauf. In diesem Fall Sailor Chibi Moon auch. Rosa! Ja. Und hier kann man sie eben dann variieren. Da gibt es doch die Halterung. Da ist sie. Also
ich muss auch sagen, die Figuras-Reihe, die verbessern sich immer. Ich habe das Gefühl, immer wenn man irgendwelche Beschwerde einreicht oder ich weiß noch bei der Moon, da habe ich mir gedacht, oh, die Hände, die sind so auseinander, die muss aufpassen, dass die nicht wegfliegen und so. Und dann wurde es immer wieder nach und nach verbessert. Oder das hier war vorher fest dran und jetzt inzwischen kann man sie separat drauf machen. Zum Beispiel, damit es nicht mehr abbricht. Das ist halt auch nochmal der Fall. Aber weil ihr ihn aufpassen, muss man auf die Halterung. So, steck sie mal an. Ich klemm sie mal ein. Und gefangen! Also, da wird man wirklich noch was im Kind. Sie fliegt! Und sie fliegt! Also, es ist einfach toll. Also, kann man ja wirklich Shootings damit machen. Ich hatte ja mir überlegt, also mit den Figuren kann man eigentlich recht sogar eine kleine Movie drehen, im Grunde genommen, wenn man genug Zeit hat. Ja. Das fehlt uns leider. Mhm. Und das ist aber auch die Base, ne? Also die kann man ja wirklich drehen, wie ihr es seht. Also ja. Nach unten, nach hinten, also und hier auch. Mhm. Es ist wirklich, also man kann einiges damit machen. Einmal anfangen kann man nicht mehr aufhören. Also einfach so in der Vitrine aufstellen, ne, ist nicht. Nee. Ich kann mich halt erinnern, die Figuarts, DSH Figuarts waren eine der ersten neuen Produkte von Sailor Moon, als es vor 2-3 Jahren rausgekommen ist. Und das war ein Produkt, das jeder Fan haben wollte, haben musste. Und es ist dann schön zu sehen, dass sich mittlerweile es durch alle Charaktere durchgesetzt hat, alle wesentlichen Hauptcharaktere, die Sailor-Kriegerinnen, Tuxedo Mask etc. Und wir sind echt gespannt, wie es dann weitergehen wird mit denen. Also ich kann sie nur wärmstens empfehlen, ich habe sie mir auch zugelegt, weil es einfach ein Must-Have ist, wenn man also, Figuren mag. Obwohl ich nicht gerade ein Chibi-Moon-Fan bin, habe ich mir trotzdem zugelegt, weil sie ist wirklich so niedlich. Also, auch in der Bemalung, alles wahnsinnig toll gehalten. Die Schattierungen sind toll, die Farben sind satt, also nichts zu beanstanden. Ich muss es ja auch wollen. Sie war ja auch irgendwo zum kleinen Preis und sie darf tatsächlich nicht in der Reihe fehlen. Oder ich würde auch sagen, wer Chibi Moon Fan ist, der sollte diese Figur, der wird auch seine Freude haben mit dieser Figur. Genau. In diesem Sinne sagen wir nochmal danke für die Figur. Ich spiele weiter. Wir spielen erstmal weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Merchandise Review wieder. Tschüss. Ciao.